Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu The Quarry. Wir befinden uns mittlerweile schon in der 9. Folge, also wir haben schon 8 Spielstunden hinter uns, aber ich denke mal, so langsam geht es Richtung Ende hinzu. Ja, aktuell sind wir an einem Scheideweg, mehr oder weniger, denn wir müssen uns entscheiden. Lassen wir uns beißen von der Laura, damit Ryan hier überlebt, oder lassen wir uns nicht beißen und verbluten dann. Ja, das war das Ende der letzten Folge, liebe Leute, und ich habe mich entschieden. Wir nehmen an, wir wollen überleben. Ich will versuchen, halt alle am Leben zu lassen. Ob mir das natürlich gelingt oder nicht, kann ich so natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber ich denke mal, wenn ich mich beißen lasse, bin ich zwar ein Werwolf, aber ich überlebe. Ansonsten denke ich, dass ich verblute. Ob ich es natürlich wirklich schaffe, am Ende alle zu am Leben zu halten, weiß ich jetzt noch nicht. Im Moment sieht es gut aus. Wie gesagt, wir sind auch schon in Kapitel 9. Also wie gesagt, schon fast am Ende. Mal sehen. Also bis jetzt sieht es ja noch recht gut aus, aber ich denke mal, dass sich erst jetzt gegen Ende wahrscheinlich so alles ein bisschen entscheidet, ob der eine lebt, der andere stirbt. Wegziehen, ne. Aber ja. Ist halt mein Ziel, ne? So viele am Leben zu lassen wie möglich. Ah, okay, 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 okay. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Ah, sie sieht auch schon. Adalas. Den Biss eines Wolfes angenommen. Na gut, am Ende sind wir dann alle Werwölfe, aber wir leben, wäre ja natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ja, in der letzten Folge haben wir ja sogar da mit der Laura haben wir die Mutter von Chris Hackett und Travis Hackett erschossen, direkt ins Fressbrett. Volle Lotte, war das Gesicht weg, Flatsch hat's gemacht. Ja. Hackett Schrottplatz. Ah, stimmt, da sind wir ja unterwegs mit dem Dylan und der Caitlin, um also einen neuen Verteiler zu suchen oder zumindest ein funktionsfähiges Auto. Genau, tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Klar. Okay. Also. Stöbern wir mal ein bisschen rum. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Ah, Bewegungsmelder, ne? Hatten wir eben ja auch schon festgestellt. Ich gehe eben noch kurz hier lang. In der Hoffnung, dass ich wieder so ein paar schöne Tarotkarten finde. Je nachdem, wie ich laufe. Hatten wir ja in der letzten Folge jede Menge, also 4 Stück hintereinander, gefunden. Was schon sehr nice war. Allerdings durften wir dann nur eine einsehen. Das fand ich natürlich ein bisschen schade. Ja, komm, ich gehe erstmal hier rum. Hm.
Operation enden. Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Gehen wir auf jeden Fall erstmal noch hoch. Vielleicht gibt es da oben noch was. Bevor wir da jetzt durch das Tor gehen. Na, da haben sie es reingeschrieben, ne? Vollmond. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Ja, ihr solltet aber auch eigentlich weg sein, ne? Darf man nicht vergessen. Aber der Jacob wollte ja unbedingt, dass wir noch einen Tag länger bleiben. Wegen seiner tollen Emma. Ah, da haben wir die Scheiße, ne? Schrottplatznotiz. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Okay. Wer ist T? Travis. Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Können wir es eigentlich, wenn ich das nochmal dran gehe, können wir es doch lesen, ne? Hackett Schrottplatz Rechnung Auftrag ADFF 674 SUV Karosserieschaden nicht in die Bücher eintragen. SUV hat doch auch da die Laura und der Max gefahren, ne? Meine ich. War doch, glaube ich, ein SUV. So, alle hopp, komm, dann gehen wir mal da durch. Zack, habe ich direkt hier einen Geheimweg gefunden, oder was? Okay. Okay. Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Da. Ah, ja, okay. Hängt das Auto noch am Magnet am Kran, ne? Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Den Greifer? Nein. Oh, das tue ich auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können.
Bekomme ich ein bisschen Schutz? Ob ich ein bisschen Schutz bekommen kann? Ich glaube, hier unten bin ich mehr gefährdet. Komm, er hat nur eine Hand. Lass den doch mal gehen, ey. Aha. Komm schon. Wenn etwas angreift, schalte ich's aus. Ich kann eh besser schießen. Okay, ich will da nicht mit leeren Händen hochgehen. Oh, enorm witzig. Ich gebe dir in deinem Zustand keine Waffe. Ende der Diskussion. Gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. So, da kommt auch auf jeden Fall Safe hier jetzt. Ein Werwolf. Gar nicht so kompliziert. 100 Pro. Na ja, klar. Ja, schön Disse. Yeah. Schön aufmerksam machen, so muss das sein, klar. Dann mal los jetzt. Großartig! Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde auch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Oh, oh. War ja safe, klar. Leute. Oh. Caitlin warnen, Auto heben, Caitlin warnen. Das war knapp, Leute. Ah, sehr nice. Ja, ich musste gerade voll Concentration, weil ich einfach gar nicht wusste, was da auf mich zukommt jetzt. Und ich wollte halt nicht, dass die jetzt da sterben, ne? Wie gesagt, ich will ja versuchen, alle am Leben zu halten.
Ich denke mal, das haben wir jetzt ganz gut geklärt. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt? Naja, easy, kein Problem. Spannend, wenn sie auswählen. Haben wir auf jeden Fall nice gemacht. Rolle im Film darüber. Gut, jetzt ist das Auto natürlich Schrott. Aber gut, ich denke mal, wir brauchen ja nur diesen Verteiler. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Dann guck doch einfach mal in die Motorhaube rein, ich denke. Da ist doch mit Sicherheit noch was drin. Dann hol's doch raus, ne? Naja, gut, egal. Dann belassen wir es einfach mal dabei. Ja. Sobald es mal wieder hell wird, ja, ist es Tag, dann können wir auch nach Hause laufen. Mann, ja, die paar Meter. Eine kleine Waldwanderung, ja, nach dieser heißen Nacht. Lodge Sturmkeller, Hackett's Quarry, Abigail. 2:30, seht ihr, bald wird's doch schon hell. Wir müssen was tun. Was denn? Dylan, sag ich jetzt sicher. Oh, Moment mal, ich erinnere mich hier an was. Will nur nicht Sturmkeller. Hier rumsitzen. Wir erinnern uns, Moment, aber ich muss mal kurz. Wir erinnern uns, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge es war, aber da haben wir doch mit dem Dylan und dem Ryan, haben wir doch das Büro von Chris Hackett untersucht und haben da eine Luke im Boden entdeckt. Die haben wir doch geöffnet und sind auch ein Stück runter. Und wir erinnern uns, dass an dieser Treppe, an der eine Spross, der ging doch dann ein bisschen kaputt. Und ich glaube zu meinen, dass die jetzt hier unten sitzen. Dürfen wir nicht vergessen. Also wir waren auf jeden Fall, ich erinnere mich gerade wieder dran, wo ich das gerade so ein bisschen sehe. Also müssen wir dran denken, dass wir nicht die Leiter hochgehen. Das könnte zum Problem werden. Auf jeden Fall haben wir hier bei Hinweise auch was Neues. Werden wir mal eben kurz schauen, was das denn ist. Hier, Schrottplatznotiz. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Und da können wir auch was einfügen. In der Notiz geht es um Max' Wagen. Na, ich wusste doch, war den ihr Wagen. Travis wollte nicht, dass davon was in den Büchern steht, falls jemand nach ihnen suchen sollte. Sehr nice. Okay, Wege haben wir auch was Neues. Über dem Gesetz. Was war das mit dem Schuss im Dunkeln, ne? Laura Criff Jedediah nicht an. Okay, Laura Criff Jedediah nicht an. Ob das so, ja gut, ja, ja. Das ist halt immer eine Frage, ist es die richtige Entscheidung gewesen oder nicht, ne? Dann haben wir auf jeden Fall noch was Neues, sehe ich gerade hier bei Teambuilding, haben wir hier. Caitlin und Dylan arbeiteten zusammen, um vom Schrottplatz zu entkommen. Verlorene Liebesmühe, haben wir auch was Neues, ne? Das war belauscht, das haben wir schon. Ah, hier, alle Käfigtüren öffneten sich, als Laura den Sicherungskasten zerstörte. Gut, jetzt ist da halt, ne, ein Werwolf ist dann dadurch frei. Keine Ahnung, welcher das jetzt natürlich ist. Ob das auch so gut war, hätte man vielleicht dann anders machen können. Hätte man den Jedediah angegriffen, wäre so wahrscheinlich nicht an diesen Stromkasten gegangen, ne? Ein Pfund Fleisch ans Messer geliefert. Eine Gabe kann ein Fluch oder ein Segen sein, je nachdem, wie man sie betrachtet. Und wenn du viel Blut verlierst und nur noch verschwommen siehst, ist es mitunter schwierig zu unterscheiden. Ach stimmt, das hatten wir schon, ne? Genau, das war er hier, ja, genau. Bobby nahm sein Messer wieder an sich, wodurch Ryan noch stärker blutete. Ryan beschloss, Lowers Angebot, ihn zu beißen, anzunehmen. Ja, da haben wir uns dafür entschieden. Mehr müssen wir nicht machen, nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen. Okidoki, da ist die Abigail. Mit der spielen wir jetzt. Das könnte echt dieser... Ja, das könnte das echt sein, ne? Irgendwo müssen wir mal aufpassen. Also, ach, schaut mal, da sind wir doch ganz... Nice, Stein. Sind wir doch ganz am Anfang, ne? Mit Max und Laura, das war doch das hier. Der Hierophant, mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen, es ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber.
denken, sie preschen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder, kleiner Silas, mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen, du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Der weiße Wolf Silas, okay. Das sind da wahrscheinlich welche ums Leben gekommen. Die Frau mit ihrem Kind wahrscheinlich auch. Und hat dann irgendwie, keine Ahnung, halt einen Fluch da herbeigeschworen, gerufen, wie auch immer. Oh fuck. Zumindest hört sich's mal ja so an, ne? Ja, da war halt der Chris Hackett hier unten, ne? Der dann damals den Max gebissen hat. Da ist er. Da ist die Treppe, die Leiter, von der ich eben sprach. Wo die Sprosse kaputt gegangen ist. Na, wenn ich jetzt... Nicht, dass die da hochklettert. Nee, ich lass das lieber. Das ist... Das 100 Pro ist das, diese Leiter. 100 Pro. Definitiv, Leute. Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt's keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? Der Jäger hat sie verloren. So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Diese Scheißtypen sind überall. Müssen wir uns merken, die hat, glaube ich, eine eingesteckt. Die Abigail. Wer weiß, wozu das Ganze noch gut sein mag. Es ist schon scheiße dunkel hier im Eck. Aber mehr scheint es wohl nicht zu geben. Ich gehe mal kurz an die Treppe, da habe ich eben nicht drauf gedrückt. Hoffe, das hält. Ansonsten haben wir jetzt wirklich nur noch hinten, ja, hinten die Leiter halt, ne, aber. Okay, da war wieder die Hexe von Quarry. Ich will ungern jetzt da hinten mit der Leiter interagieren, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe, ne? Ne, da können wir nur schauen. Ah, ungerne, Leute, ungern. Ohne Scheiß. Was gefunden? Oh, ich check nur die Leiter. Ist da... eine kleine Tür oben? Ja, aber... Ja, dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst, so gar nicht? Okay, was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Warum gehst du dann selbst hoch? Okay. Ich denke, das macht Sinn. Geh da nicht hoch. Tu es nicht. Lass mich entscheiden, ob wir da hochgehen oder nicht. Lass mich entscheiden. Nein! Nein! Geh nicht weiter. Alles okay? Oh, wow, ja.
Okay, das war knapp. Okay. Scheint aber dann jetzt doch nicht ganz so schlimm gewesen zu sein, wie ich dachte. Gut, vielleicht kommt ja nochmal sowas, wo wir dann von oben wieder runter müssen oder so. Ich weiß es nicht. Dann müssen wir halt dran denken, ja, jetzt ist es halt kaputt, ne? Also wir haben jetzt zweimal haben wir die Leiter betreten und jedes Mal ist da was mit der Sprosse passiert. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt, ja, dass die da so hochklettert. Und das Ding geht kaputt und sie stürzt dann ab und, keine Ahnung, bricht sich das Genick oder so. Weit hergeholt, ich weiß. Dir geht's bald besser. Cool. Aber ja, so weit muss man halt manchmal denken bei dem Spiel hier, ne? Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Alter. Da hinten ist doch einer. Der ist doch da festgebunden, oder? Gehen wir gleich mal hin. Ich schaue erstmal hier noch so ein bisschen im Eck rum. So wie hier zum Beispiel. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Was war das? Ja, dass die das noch nicht gesehen haben. Ich denke, das ist Chris Hackett. So ein Arschloch. Oh oh. Sind wir alle da abgestürzt, ne? Scheiße. Haus der Hackett. Oder was ist da los? Ah, der liegt da auf dem. Wo liegt denn der drauf da? Auf dem Bobby. Sehe ich das richtig? Shit. Silberbeschlag. Nein, tu das nicht. Die soll doch leben. Bobby! Die Waffe! Das sah witzig aus irgendwie. Ups. Okay, es war zumindest mal nicht sie. Jetzt haben wir ihn gebissen. Scheiße, wen haben wir da jetzt getötet? Hätte ich das machen müssen? Hoffentlich war das nicht der Nick. Scheiße. Danke.
Ja, habe ich jetzt vielleicht aus Angst ein bisschen zu schnell reagiert? Mich. Also was heißt aus Angst? Aus Panik? Gleichfalls. Es waren jetzt halt zwei da unten, ne? Und? Ich meine, sie war ja auch mit dabei. Was nun, sind alle wieder normal? Was? Oh. Du denkst, das ist vorbei? Das ist es nicht. Ach, ich versteh's nicht. Chris ist tot. Spannend, Chris. Chris war nicht der Erste. Oh. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf? Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den Hütten, früher am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Okay. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Hm. Wir können denen helfen, die noch leben. Und wieso sollte ich ihnen helfen, misstrauisch? Wieso sollte ich ihnen trauen? Wieso soll ich ihnen trauen? Ja, jetzt haben wir wohl da den Chris haben wir auf jeden Fall da platt gemacht. Ich sag dir, wir beenden das. Ich hoffe, das zählt jetzt ja nicht. Ja, scheiße. Besser. Auf der einen Seite. Jedenfalls. Gehörte ja ein bisschen auch zum Team, ne? Aber okay, er war ein Hackett. Okay, und über dem Gesetz, Travis und Laura haben der Zusammenarbeit zugestimmt. Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Weg aktualisiert. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Geh erstmal duschen. Ist doch eklig. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Was? Was bist denn so aggressiv? Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns erstmal gucke ich mal, dass mein Team hier am Überleben ist. Schauen, okay? Alter, hallo? Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Was? Vor 6 Jahren, Elisa. Ach, Alter. Ist sie die
Hexe von Quarry? Ist sie die Mutter von Silas? Ist sie die, wo die ganze Zeit immer da rumflüstert und weil sie auch eben so aggressiv war, dass ich die Familie immer noch nicht beseitigt habe? Könnte Sinn ergeben, ne? Nein. Ja. Holy shit. Und wahrscheinlich ist sie für diesen Fluch da auch verantwortlich. Was haben sie getan? Oh Gott, nein. Silas, mein Junge, nein. Oh, oh. Geh doch da weg. Was macht's denn jetzt? Mami, komm schon, Silas. Mami, komm schon, Silas! 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 Die stand ja jetzt mitten in der Explosion da, ne? Nein, nein! Mein Baby! Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen. Er ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas. Mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Ich habe so viel für dich getan. Okay. Ja klar, sie hat uns geholfen. Ne? Ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, dass ich da irgendwie ihren Sohn da jetzt töten will. Ne? Der weiße Wolf. War gut. Ja, Kapitel 10, Ziegel und Mörtel. Wir werden sehen, was jetzt das 10. Kapitel bringt. Ja, wie gesagt, wir gehen langsam Richtung Ende. Vielleicht ist es auch schon das letzte Kapitel, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es noch eins gibt. Aber ich schätze mal, dass wohl... Ja, ist wohl das letzte. Vielleicht mache ich diese Folge dann auch ja, für das große Finale etwas länger wie eine Stunde.
Vielleicht mache ich auch eine anderthalb Stunde, mal sehen. Ja, wäre vielleicht auch mal was Cooles so zum großen Finale. Ja, wie gesagt, also ich finde das Spiel eigentlich ganz nice von der Geschichte her und so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, es gefällt mir besser als The Devil in Me. Bin ich ehrlich? Das ist schon sehr nice gemacht. Also da haben wir wieder den Max, der sein Ungetüm auf der Insel wohl, der wurde ja da quasi mehr oder weniger zurückgelassen, weil er da sicher scheint, denn rundherum ist Wasser. Jetzt treibt er hier sein Unwesen. So, also haben wir jetzt von den Hackets haben wir eigentlich die Mutter, ja, haben wir kalt gemacht und den Chris. Wo sind meine Klamotten? Ja. Ich zähle jetzt mal den Chris nicht dazu, zu denen, die ich am Leben lassen will, ja. Ich glaub, das sondern ist eigentlich nicht. Nur dieses Team da jetzt quasi. Laura und Max zähle ich natürlich dazu. Okay. Was hat er denn jetzt an Sex? Das ist sehr geil. Sehr geil. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Wir sind ja jetzt hier, wie gesagt, ganz alleine. Schauen wir mal, was man mit ihm so tun können. Da ist mal nichts. Schade, ich hatte vielleicht auf eine Tarotkarte gehofft. So, da haben wir was. Viel besser dran gewesen im Harbinger Motel. Wahrscheinlich schon, ne? Aber gut, wer konnte das auch ahnen? So, was haben wir hier? Ach, eine Mütze. Ja, komm, die ziehen wir auch also noch auf. Die passt zu unserem Dress. Ja, er macht's wirklich. Starke Aktion. Auf jeden Fall. Nice. Okidoki. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir hier noch die... Ah, jetzt macht es automatisch, okay. Gab es ja jetzt auch zwei Möglichkeiten, ne? Eigentlich, aber gut, das macht er jetzt von selbst. Spring jetzt nicht ins Wasser. Nee, nix ans Ufer schwimmen bleiben. Wir sind doch da so ein Werwolf. Werwolf und Wasser verträgt sich nicht. Der stirbt doch sonst, ne? Wäre keine so gute Idee gewesen jetzt, ne? Der Tisch, hilf mir. So, sind wir wieder in der Lodge. Schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Na. Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gebt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser, schon vergessen? Klar.
Also war es die, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass wir mit Max nicht ans andere Ufer geschwommen sind. Nein. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay, wir brauchen mehr Überblick. Komm. Jawohl. Ei, ei, Captain. So, sehen wir uns mal wieder um. Eigentlich waren wir hier ja schon mal, ne? Da sind wir hier reingegangen, da haben wir sogar eine Tarotkarte entdeckt, das weiß ich noch. Aber ich gehe einfach nochmal durch, vielleicht. Ja. So wie hier, vielleicht gibt es was Neues. Was entdeckt sie da? Ach, die Tasche von Abigail. Was ist das? Ich bin ein fröhlicher Hoppelhase. So, was hat es jetzt mit dem... Können wir ja mal jetzt nicht so wirklich mitnehmen, ne? Den hatten wir ja direkt am Anfang. War den eingesammelt und da hat die Abby ihre Tasche ja hier in der Küche stehen lassen, als sie für Nick ja irgendwie ein Wasser holen gegangen ist oder nach was zu essen gesucht hat. Als es ihm nicht so gut ging. Daran erinnern wir uns natürlich noch. Scheint es wohl nichts zu geben. Sicher ist sicher. Na, das war gut, dass wir das entdeckt haben, ne? Man weiß ja nie. Okay, gehen wir mal weiter. Wir können ja auch ein bisschen schneller laufen, wenn man L1 gedrückt lässt. So, da ist alles dicht. Ja, erstmal so einen kleinen Rundgang. So, da war ja nichts, ne? Ist auch zu. Da ist auch nichts. Dann kann man noch den Kamin da überprüfen. Aber wohl auch nichts, ne? Könnte man dann dementsprechend noch hochgehen? Als noch hoch. Aber machen wir auf jeden Fall erstmal Etage für Etage. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Hinweis entdeckt. Campbrief. Oh, wir haben da bei Blutiges Halsband was Neues. Und bei Lodge Renovierungspläne. Wahrscheinlich genau das, was wir gerade gefunden haben, ne? Campbrief. Chris Hackett bittet die Eltern der Camper um zusätzliche Spenden für die Renovierungsarbeiten an der Lodge. Sind dafür nicht die Campgebühren vorgesehen? Wofür sollte das Geld sonst ausgegeben werden? Das können wir jetzt mit Sicherheit hier. Blutiges Halsband. Na.
In der Nacht, in der Laura und Max entführt wurden, hat Chris Hackett das Camp-Maskottchen getötet. Er hat sich im Sturmkeller versteckt und Ian gefressen, um seinen Hunger zu stillen. Das hat aber nicht funktioniert. Ah, okay. Aber da fehlt noch ein Hinweis, ne? Haben wir wahrscheinlich noch nicht entdeckt. Wenn Chris Hackett die Eltern der Camper um Spenden bittet, müssen die Reparaturarbeiten doch dringender sein, als sie anfangs gedacht haben. Ja, das war das, was wir gerade gefunden haben, ne? Okay, sehr nice. Mal gucken, ob es noch was Neues gibt. Wir haben hier auch noch bei Hinweis, haben wir auch was Neues. Hier bei Familienfoto. Ah, wir kriegen es zusammen. Sehr nice. Caleb hat seinen Vater und seine Schwester vor 6 Jahren infiziert. Irgendwann nach diesem Foto. Jetzt ist er der Einzige, der noch lebt. Die Ranger-Box können wir auch fertig machen. Sehr nice. Die Hacketts hinterlassen Vorräte für ihre infizierten Familienmitglieder, die nach dem Vollmond zurückkommen. Ah, dafür sind die Dinge also. Interessant. Okay. Wand mit Jagdtrophäen können wir auch vervollständigen. Die Hackets haben die Tiere, die Werwolfbisse überlebten, mit Silber getötet. Niemand weiß, was eine Infektion bei einem nichtmenschlichen Wesen bewirkt. Die Hackets wollten es offenbar auch gar nicht erfahren. Haben wir auch vollständig. Sehr nice. Cool. Aber wir sind noch gar nicht ganz fertig. Irgendwas ist noch. Da ist immer noch ein Ausrufezeichen, ne? Vielleicht kann man noch irgendwas... Ich gehe noch einmal eben durch. Vielleicht können wir noch irgendwas kombinieren. Gut, ja, da bei den Fragezeichen, ne? Halt. Da fehlt noch eins, da fehlt auch. Das haben wir. Betreuerverzeichnis, Brief eines Kindes, unheimliche Zeichnung, Poolhaus, Campbrief, hier, da ist doch noch was. Können wir kombinieren. Vielleicht geht es dem Camp so schlecht, dass die Gebühren nicht ausreichen. So, okay. Dann haben wir hier... Oh, Sekunde. Ja, meine Frau ist immer so süß. Sie fragt mich immer, ob sie staubsaugen kann, wenn ich Videos mache. Ja, sie ist ja unten, ne? Ich bin ja oben. Stört mich nicht. Okay, über dem Gesetz, das haben wir neu... was haben wir da Neues bekommen? Ah, hier das. Travis beschloss, mit Laura zusammenzuarbeiten, um Silas zu finden. Dann haben wir hier, Vorsicht, Stufe, haben wir was Neues. Da ist es, seht ihr? Das war das erste Mal mit Dylan. Als er die Falltür öffnete in Chris' Büro. Dylan lockerte eine Sprosse der Leiter. Als Abby die Leiter hochkletterte, brach die Sprosse. Genau. Dann haben wir hier, der weiße Wal, haben wir auch irgendwas Neues. Laura, Travis und Ryan beschlossen, zusammenzuarbeiten, um Silas zu finden. Teambuilding, haben wir auch was Neues. Caitlin hatte Dylan in der Lodge zur Gesellschaft. Emma und Abigail fanden einen Weg in die Lodge. Abigail und Emma fanden Silberkugeln im Sturmkeller. Okay. Dann haben wir hier noch was, ein Pfund Fleisch, da haben wir auch was Neues. Ryan wurde vor dem Verbluten gerettet. Okay. Da. Okay, alles klar. Gut. Haben wir wieder einiges entdeckt, einiges erfahren. Das ist natürlich immer gut. So, bevor wir jetzt aber hier hochgehen, wie gesagt, machen wir erstmal hier unten den Rundgang fertig. Was haben wir da? Endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Ages Bruder, schätze ich.
Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. H's Bruder vielleicht? Klar, klar. Okidoki. So, ich laufe eben auf dieser Etage einmal rum. Ja? Einfach um zu gucken, ob es ja, weitere Infos gibt, Hinweise, Beweise, was auch immer. Und dann können wir immer noch die andere Treppe weiter hochgehen. Wie lange ist der Typ schon hier? Hinweis entdeckt. Dieses große und überhebliche Ölgemälde von Septimus Hackett ziert den Kamin der Lodge. Ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Auf Angriff vorbereiten, weiter schauen. Besser, ich suche weiter. Ja, ein bisschen noch, ne? Da ist noch ein Raum. Ich will halt echt ungern was machen. Ah, hier geht's auch hoch. Können wir dann gleich direkt dann von hier aus da hoch? RIP Ian. Armer Ian. Das Camp-Maskottchen krepierte, bevor es losging. Hinweis entdeckt, ja. Da ist er. Tafelzeichnung. Ein Andenken an das verstorbene Camp-Maskottchen Ian. Der Zeichnung nach zu urteilen, war Ian ein Schaf, doch niemand durfte ihn dieses Jahr kennenlernen. Eigentlich ziemlich passend. Wir haben ein Maskottchen? Ja. Der Wolf und, das Schaf, ne? Nicht mitgekriegt? Nein, was? Er starb vor Beginn des Camps. Ah. Wie blöd. Achso, hier gehen wir wieder raus. Oh, sorry. Dachte, das wäre noch ein anderer Raum. Hinweis entdeckt. Schmuckstück mit Gravur. Schmuck, der sich im Handgemenge gelöst hat. Die Inschrift verrät, dass das Stück Bobby Hackett gehört. Zu dir passt er nicht. Ah, können wir direkt hier verbinden mit der Tafelzeichnung. Die Camper haben nicht gewusst, dass Chris das Camp-Maskottchen getötet und gefressen hat. Eigentlich haben sie kaum etwas über Campleiter Chris Hackett gewusst. Aber gut, das hat jetzt nichts mit dem Ring zu tun. Ich denke mal, das war wegen der Unterhaltung gerade eben. Gut. Ein Ring mit Wappen drauf. Ah, wirklich fancy. Zu dir passt er nicht. Sorry. Erinnert mich an Mr. H's dämliche Ansagen. Wow. Vorsicht, du hast da ein Camp-Relikt. Egal, ist eh kaputt. Ach, du hast den Piesel davon. RIP. Was ist das? Bildkameraaufnahmen. Als würden sie was suchen. Ja, in Chris' Kontrollraum. Da lagert er die Videos. Du hast vielleicht recht.
Beweis gesammelt. Aufnahmen der Wildkamera. 6 Jahre alte Archivaufnahmen der Wildkamera in den Hackett-Wäldern. Ah, ein Beweis fehlt uns, ne? Scheiße. Hätten wir alle Beweise gesammelt. Ah, war mit Sicherheit noch recht am Anfang, ne? Wenn es ganz oben steht. So, was? Das haben wir alles durchforstet hier. Na, da kommen wir gar nicht durch. Da müssen wir wohl, ja, komplett zurück. So, dann mache ich jetzt mal hier auf Angriff vorbereiten, ne? Haben wir, denke ich mal, soweit alles durchsucht. Hoffe ich mal. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hackett hier. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Sie kommen. Sie kommen aus der Dunkelheit. Mit Geheule und Gejaule. Showtime, Motherfucker. Yes, Motherfucker. So, mittlerweile 3 Uhr 33 morgens. Bald ist die Nacht vorbei. Was für eine Scheißnacht. Er läuft immer noch in der Boxershort durch den Wald. Oh Mann. Es tut mir einfach unfassbar leid. Ah, du weißt, dass es deine Schuld ist, ne? Fuck. Ich wollte nur noch eine Nacht mit dir. Weil es so viel verlangt. Shit. Vom Eulen wird's nicht besser. Was soll ich denn jetzt tun? Tja. Oh. Da draußen los? Sollten wir die anderen suchen? Nein, wir sind hier sicher und bald ist morgen. Oh oh. Was zum? Ich glaube, die kommen durch den Kamin wie der Weihnachtsmann. Höchstgradig aggressiv ist er. Rennen, warten. Ich warte mal lieber, ne? Rennen macht vielleicht zu viel Krach. Dem schieße ich jetzt den Schädel weg. Komm. Nicht viel gebracht. Okay.
war das denn jetzt? Es ist Caitlin. Oh, Scheiße. Wir müssen sie reinlassen. Geht nicht, das ist von außen abgeschlossen. Wir müssen doch irgendetwas tun. Ja, nur was? Silberkugeln. Wenn unser Timing stimmt, geben wir sie ihr, wenn sie kommt. Falls sie jetzt kommt. Fenster. Rennen, verstecken. Mach ich mal diesmal rennen, ne? Caitlin! Hier lang! Hier drüben, Caitlin! Caitlin, keine Zeit mehr, komm! Gehen wir natürlich hin, ne? Ganz klar. Es ist Silber! Hey, ich bin hier! Okay. Ich hab doch geschossen! Ich hab geschossen! Alter, ich hab R2 gedrückt, Mann. Oh, was ist das? Caitlin ist gestorben. Möchtest du versuchen, sie zu retten? Du hast noch 3 Leben. Was? Echt? Ja, möchte ich. Ich hab sowas von safe auf R2 gedrückt. Oder habe ich vielleicht daneben geschossen? Ich versuch's nochmal. Hey, das ist hier. Ja mal mega nice, dass man da eine Möglichkeit hat, das Ganze nochmal zu machen. Okay. Wusste ich gar nicht. War jetzt gut, das war jetzt das erste Mal, ne? Wir sind jetzt hier Kapitel 10 und alle leben noch, Leute. Ist das zu glauben? So, jetzt nicht. So, jetzt aber. Aber ich habe safe eben auch R2 gedrückt. Vielleicht war es auch einfach zu spät. Kann natürlich auch sein, ne? Aber wir haben ja gelernt, wir müssen warten, bis das Ziel näher ist, da dann die Kraft stärker ist. Wenn das Ziel zu weit weg ist mit der Schrotflinte, dann ist die Streuung halt so groß. Aber gut. Jetzt haben wir ein Leben verwendet. Haben wir noch 2. Gut zu wissen, falls was irgendwo an irgendeiner Stelle nochmal verkacken. Finde ich nice. Ja, und er kommt mit der Bratpfanne raus. Jawohl, machst mal ein Spiegelei. Langsam bekomme ich auch ein bisschen Hunger. Aber gut, ist ja das Ende hier. Also wie gesagt, ich werde die
Folge halt dementsprechend ein bisschen länger laufen lassen. Ja, ich hab ihn. Danach geht's erstmal was essen. Heute gibt's selbstgemachte Pizza. Freue ich mich immer total drauf. Ich beleg die immer mega dick. Müssen wir immer zwei Pizzen machen, zwei unterschiedliche. Ja, ich esse dann immer was mit meinem, eine Pizza mit meinem Sohn, mit dem Älteren. Weil der isst alles. Ja, ich esse auch immer alles so mit Peperoni, Kapern, Spargel, Thunfisch, alles drauf. Und meine Frau und der kleine Sohn, die essen das halt nicht so gerne. Bei denen ist die Pizza immer echt wenig belegt. Aber er ist ja halt alles Geschmackssache halt, ne? Also was haben wir hier? Wissbegierig, was ist vor 6 Jahren passiert? Beschuldigen, wie konnten Sie nur wissbegierig? Wir was wollen alles wissen. Was ist vor 6 Jahren passiert? Alles da wollen wir wissen. Da waren Feuer und viele Menschen sind gestorben. Und jetzt gibt's Werwölfe und einen Geist, der im Wald nach seinem verlorenen Baby sucht. Warte, das... Mir wird klar, das ist Silas. Oh shit! Ist eine lange Geschichte. Nein, gar nicht. Da war ein Feuer. Silas, das Wolfskind, entkam. Bist ein Teil ihrer Familie. Sie waren machtlos. Peng. Oh. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem verwilderten Jungen, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht zu fassen war. Wir haben alles versucht. Jeden Vollmond haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Dieser Hurensohn. Meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Zack. Ist er das schon? Nee, der ist ja nicht weiß, ne? Jetzt schläft er doch. Waffe greifen, Lenkrad übernehmen. Travis! Travis, kriegen Sie sich ein! Na los! Ich hab es! Los, runter! Kann nicht sehr weit sein. Weg aktualisiert. Boah, er steigt einfach sind mal aus. Schon. Sind Sie irre? Total irre. Ah, der Wein hinten schläft auch. Ist eingenickt. Sind wir schon da? Du bist okay. War schon besser, aber ja. Hier drüben. Hier ist Blut. Führt da lang. Was zur Hölle war hier los? Wow. Hier sind wir vor 2 Monaten von der Straße. Jetzt überlegst du, ob du mir das Hirn wegschießt. Okay. Nur zu, ich wehr mich nicht. Was? Wir maskieren uns sonst mit Wolfsblut, aber meins ist alle. Ist riskant. Wir könnten sterben. Seid ihr bereit? Verbittert ist es nicht vorbei. Entschlossen, bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns.
Los, Team. Anders. Ihr habt keine Ahnung. Hier habe ich sie gesehen. Sie? Ich dachte, Max hat sie angefahren, aber dann kam ich hier raus und sie war was anderes. Wer? Die Frau, Mann, die alte Frau. Sie hat irgendetwas immer wieder gebrabbelt. Oh mein Gott, sie sagte Silas. Das ist unmöglich. Von wem redest du? Hab sie auch gesehen. In den Rumtunneln. Eliza Warris. Silas' Mutter. Oder so. Wer war sie? Sie war Chefin des Wanderzirkus Harum Scarum. Kam vor 6 Jahren her. Hielt ihren Sohn in einem Käfig. Nannte ihn Silas, das Wolfskind. Starb im Feuer. Soll ja noch rumspucken. Die Hexe von Hackett's Quarry. Und seitdem suchen wir diesen Silas. Wie kam es zum Feuer? Im Ernst? Jetzt noch Geheimnisse? Du hast meiner lieben Nichte Kelly Hackett. Dieser guten Seele den halben Kopf weggeblasen. Sie wollte nur dem kleinen Jungen helfen. Eingesperrt von dieser Freakshow-Hexe. Was tat sie denn? Sie hat ihm helfen wollen. Travis. Sie bat Caleb, was anzuzünden. Nur als Ablenkung. Heuballen. Damit sie Zeit hätten, Silas aus seinem Käfig zu befreien. So ist es nicht passiert. Nein. In Minuten waren alle dort tot. Dieser scheiß Heubrand. Eliza und die Crew. Kaylee schaffte es, Silas zu befreien. Aber Caleb ist gebissen worden. Und deshalb jagen sie ihn. Silas, meine ich. Jeden Vollmond seit 6 Scheißjahren. Sowas nennt sich Jäger. Das sind die Überreste. Ach du Scheiße. Was zu sehen? Negativ. Mist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nichts davon gewusst. Wir sind nah dran. Habt ihr das auch gesehen? Auch wenn ich's bedauere. Ja. Was ist das? Silas, das Wolfskind. Hier muss es sein. Vorsicht.
Scheiße. Ist er das? Was ist? Was ist los? Schieß, du dumme Kuh! Waffe heben? Reaktion schnell. Sind Sie ganz sicher? Schieß. Ja, ist er das jetzt auch wirklich? Ich hab keine Ahnung, ich hab jetzt... Was scheint er zu sein, ne? Ist damit der Fluch gebannt? Bitte lasst uns einfach gehen, bevor wir ihn als Mensch auch so sehen müssen. Dafür ist es zu spät. Der weiße Wolf, Silas getötet. Okay, sie findet das natürlich jetzt nicht so lustig, ne? Du hast alles durchschaut und hältst dich auch noch für verdammt clever. Ich wollte helfen. Ich wollte dich warnen. Ich fing sogar an, dich zu mögen. Nicht jetzt. Jetzt ist es aus. Nur deinetwegen machten sie das mit meinem Silas. Ich war heute Nacht bei dir. Und nur weil die Nacht vorüber ist, lasse ich dich nicht in Ruhe. Nein. Wann immer du etwas im Dunkeln hörst, ein Flüstern in den Schatten, eine Berührung im Nacken spürst, das kommt dann von mir. Ich bin da. Du wirst mich nie los. Du wirst mich nie los. Okay. Kapitel 10 haben wir beendet. Harte Nacht. Alle am Leben gehalten. Yeah. Neißenstein. Fett. Wir haben es geschafft, alle am Leben zu lassen. Yeah. Das freut mich natürlich sehr, nachdem mir ja in The Devil in Me zwei Leute verstorben sind. Freut mich das natürlich umso mehr, dass wir jetzt wirklich hier am Ende quasi sind und alle leben. Max wurde endlich vom Werwolf-Fluch erlöst, als Ryan Chris Hackett mit einer Silberkugel, da kann ich gar nicht lesen, Alter. Unverletzte konnten Bobby den Angriff seines Werwolf-Bruders Chris abwehren. Dank Bobby, der ihn vor dem Angriff von Werwolf Chris beschützte, überlebte Jebediah den Angriff im Haus der Hacketts. Chris wurde getötet, als sein Lieblingsbetreuer Ryan mit Silber auf ihn schoss. Constance stürzte sich im Dunkeln auf Lowers Waffe. Während des Handgemenges schoss Lower Constance ins Gesicht. Chris Hacketts Tochter Kaylee, die seit dem Freakshow-Feuer vor 6 Jahren vom Werwolfblut verflucht war, wurde von Laura getötet. Jacob, der nicht infiziert wurde, wurde aus dem Keller der Hacketts befreit. Er wartet alleine auf Rettung. Nick überlebte die Nacht als Werwolf, da Ryan Lower daran hinderte, ihn im Keller der Hacketts zu erschießen, als Lower Silas tötete. War der Fluch. Ja. Abigail erschoss den infizierten Nick, bevor er sich in den Werwolf verwandeln konnte. Dann suchte sie im Sturmkeller Schutz und erreichte... Emma entkam vor der Insel, ohne gebissen zu werden. Sie beschloss, in den Sturmkeller zu gehen, erreichte Chris Hacketts Kontrollraum und überlebte dadurch die Nacht. Der nicht infizierte Dylan suchte in der Küche Schutz, als Caitlin beschloss, die Silberkugel zu holen. Caitlin wurde auf dem Schrottplatz nicht infiziert und war so ein schmackhaftes Ziel für Werwolf Caleb. Er gelang ihr jedoch, ihn zu erschießen, wodurch Caleb Hackett. Nachdem sie die Lodge über den Sturmkeller erreicht hatten, konnten Emma und Abigail Caitlin für ihren letzten Kampf viel zu schnell weg, Leute. Es tut mir echt so leid.
Travis erinnerte sich an Noahs Gnade in der Gefängniszelle und sah davon ab, sie im Haus. Ryan nahm Noahs Biss an und seine Stichverletzung verheilte so, dass er sie und Travis bei der Suche nach Silas begleiten konnte. Noah beschloss, Travis nicht zu erschießen. Er führte sie zum Ursprung des Werwolf-Fluchs Silas. Sie erschoss Silas und löste den Fluch damit auf. Dank Noahs Taten ist Silas das Wolfskind tot. Der Fluch von Hackett's Quarry ist gebrochen. Yeah! Ja, freut mich natürlich sehr, dass wir wirklich, dass alle am Leben waren. Also die am Leben bleiben sollten, besser gesagt. Mal abgesehen von denen, ja, von Chris Hackett. Ja, ist jetzt natürlich auch ein bisschen schade, aber gut. Mussten wir wahrscheinlich tun, also dass unser Team zumindest am Leben bleibt. Finde ich sehr nice, freut mich. Hat Sie auf jeden Fall... Camp Massacre angeklagt. Was sagst du dazu, Anton? Psychoteenies ist meine Lieblingspunkband. Weißt du, ich bin mir nie ganz sicher, was bei dir Sarkasmus ist und was nicht. Das war Sarkasmus. Gut, das ist wieder typisch für dich. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay. Also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar. Man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere, hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein. Nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich Wieso? Ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Erinnerst du dich an die vermissten Wanderer? Ja. Was, wenn ich geleakte Fotos von einer ihrer Kameras hätte? Fotos, die sie in Hackett's Quarry zeigen, am mutmaßlichen Fundort der Kamera? Ich würde annehmen, dass sie dort waren und die Kamera verloren haben. Nur eine Frage, Anton. Aus welchem Grund fällt einem die Kamera aus der Hand? Man stolpert über eine Wurzel,
Man wird angerempelt oder unebene Pflastersteine. Oder man wird ermordet. Eine verlorene Kamera macht noch keine vermissten Wanderer. Wo sind sie jetzt? Was weiß ich? Menschen verlaufen sich andauernd im Wald. Das kommt 100 Mal im Jahr vor. Die tauchen wieder auf. Ich hab noch mehr. Ach was. Mm-mm. Ich vertraue dir jetzt noch was anderes an. Meinen Quellen zufolge wurden auch ihre Rucksäcke im Sommercamp gefunden. Echt? Warum weiß die Öffentlichkeit da nichts davon? Warum stehen die Hackets nicht unter Verdacht? Darauf will ich hinaus. Vielleicht wären sie es ja, wenn jemand wüsste, wo sie sind. Wird hier vielleicht was vertuscht? Und da geht mal wieder die Fantasie mit dir durch. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay. Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache. Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der 7. Sohn der Fallensteller, die Zahl 7, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay, und dann lebten sie nur noch von dem Land. Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar jetzt um Hektar. Kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Ja, Leute. Ich habe jetzt mal ein bisschen meine Schnauze gehalten, denn ja, wir haben gerade noch am Ende den Podcast gehört. Willkommen zurück bei Bizarre oder Banane. Das geht weiter. Enter. Heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön. Das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung. Ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das krieg ich wohl hin. Einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lasse meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso?
Oh, scheiße. Eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Dieser scheiß Clan. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Okay. Und dann ist da noch dieses leere Fiolen-Ding. Leer impliziert für mich, dass sie mal voll war. Ja, genau. Spuren von Blut? War da Blut drin? Sieht so aus. Krass. Irgendein Ritual oder so? Höre ich da einen Hauch Überzeugung? Ich stehe auf Rituale, aber ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, Anton, ich zeige dir jetzt einen eindeutigen Beweis. Dass du komplett den Verstand verloren hast? In Hackett's Quarry ist etwas Schlimmes passiert. Übernatürlich schlimm. Du erzählst andauernd solchen Mist und es ist immer übertrieben. Man muss eben übertreiben, um etwas zu verkaufen. Nennt sich Kapitalismus. Na klar. Okay, das sind Bilder von einer der Wildkameras in den Hackett-Wäldern. Oh, cool. Eine Kamera im Wald? Wurde ein Eichhörnchen gesichtet? Ey, wer sie auf dem Mountainbike montiert, willst du dir das ganze Video reinziehen? Aber sowas von. Geht es um ein Mountainbike? Nein, aber sieh's dir trotzdem an. Okay. Das ist... ein Bär? Das soll ein Bär sein? Das ist nie im Leben ein Bär. Dann eben ein, dünner Bär? Sieh hin. So scharfe Bilder von einer solchen Kreatur habe ich noch nie gesehen. Ich finde sie unscharf. Unscharf und überzeugend. Manchmal liegt die Wahrheit einfach zwischen den Zeilen. Wenn du meinst. Aber so ein Video ist super leicht zu fälschen. Die Technologie ist echt mega krass. Okay, aber warum zur Hölle nehmen die Hackett's überhaupt solche Videos auf? Tja, gute Frage. Schräges Video von einem dünnen Bären? Ich hab keinen Schimmer. Was denn für ein dünner Bär? Schon mal einen dünnen Bären gesehen? Ja, ist die voll sind traurig. Doch fett. Oh. Ja, Eisbären. Sie finden oft nur schwer, was zu fressen. Nur kein Mitleid, die sind echt böse. Okay, selbst wenn wir die Hackett's kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich gebe mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Na schön, was ist das? Was sehen wir uns gerade an? Eine Betreuerin hat dieses Foto geschossen. Emma Mountebank. Stammt von ihrem Handy. Oh mein Gott, ist das echt? Tja, genau das gilt es zu klären. Das ist bearbeitet, oder? Ich meine... Naja, wenn du Fotos von meinem Handy runterlädst, sind die auch bearbeitet. Mit Filtern, die meine Augen größer machen und meine Wangen rosig. Aber das hier ist doch kein Filter. Schau dir die Augen an. So sieht echte Gefahr aus. Ja, seltsam. Allerdings bizarr, nicht banal. Was ist da passiert? Mehr als uns verraten wird. Ja. Da ist noch etwas. Okay. Das passiert mit einem Negativfilter. Wow! Alter, was ist das? Na sie, die Hexe von Hackett's Quarry. Der Kreis schließt sich. Nein, halt, warte. Das könnte alles sein. Was denn? Erklär es mir. Was weiß ich? Wie nennt man es, wenn der Verstand überall Gesichter sieht? Manche Leute, ich meine, Jesus taucht immer wieder mal auf einer Scheibe Toast auf. Das kann alles Mögliche sein. Deine Frühstücksgewohnheiten sind mir egal. Aber ich fasse es nicht, dass du immer noch zweifelst. Du zweifelst sogar an deinem Zynismus. Du stinkst von Kopf bis Fuß nach Zweifeln. Du brauchst von allem ein Foto, oder? Gut, hier kommt ein Foto für dich. Nein, Fotos lassen sich fälschen. Erlebt es nicht. Ich müsste die Hexe von Hackett's Quarry mit meinen eigenen Augen sehen. Okay, wenn du mit mir nach North Kill willst, ich habe da gute will ich nicht. Beziehungen. Okay, ich glaube zu. Dir. Na also, weißt du was? Ich hab was, das nicht gefälscht sein kann. Kratzspuren an einer Wand? Also, kann ich dir auch echt machen. Jetzt? Gib mir eine Wand und eine Mistgabel und schon geht's rund. Wow.
Du bist ein Künstler. Danke. Ich gebe zu, ich würde das nicht als offensichtlich übernatürlich bezeichnen. Könnte ein Wildtier oder nur ein Papagei gewesen sein, aber wir sollten trotzdem drüber reden. Wieso? Weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gewisse Länge von unserem Podcast erwarten und wir die Sendezeit manchmal strecken müssen. Ist ein Argument. Wir haben sonst kein Thema. Also, wer auch immer mir das geschickt hat, hielt es für wichtig. Du weißt schon, dass das alles nur ein Streich sein könnte. Es war nur ein Streich, Anton. Wie naiv bist du? Da erlaubt sich doch nur irgendein Teenager einen Spaß. Sicher der Spinner, der uns mit nur einem Stern bewertet hat. Ich würde nur zu gern sagen, dass du spinnst, aber Teenager, die sich über mich lustig machen, kenne ich zur Genüge. Lassen wir das. Was ist hiermit? Ist das nicht einfach nur verdammt gruselig? Ah! Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Ist das ein Tattoo? Ich glaub nicht. Oder vielleicht ein verdammt schlechtes. Warte. Wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Okay, haben wir das Original? Wurde es gefangen? Kann ich es in, kann ich es in Fleisch und Blut sehen? Du willst es anfassen. Ich will es anfassen. Tja, wer das geschickt hat, war schlau genug zu wissen, dass es gefährlich wäre, die echten Beweise zu stehlen. Und hatte vermutlich auch Angst, dass du, Anton, sie verschwinden lassen würdest, um meine Nachforschungen zu sabotieren. Weil ich ja auch so oft Beweise vernichte. Praktisch, dass wir das Original nicht sehen können, hm? Jetzt komm schon, du willst doch unbedingt zweifeln. Sind die Zweifel groß genug, dann stimmt es vermutlich nicht. Ockhams Rasiermesser. Sieh dir alles nochmal genau an. Setz es zusammen. Objektiv. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich habe doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Bist du nicht? Ich meine ja nur, ich finde die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe. Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich gebe dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr, nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein! Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast. Ziemlich interessant. Nee, finde ich schon cool gemacht. Ja, dass sie da quasi jetzt hier so beim Abspann unsere, ja, über den Podcast unsere Beweise da, zeigen, die wir im Spiel gesammelt haben. Das waren tatsächlich die Beweise, die wir, ja, im Spiel gesammelt haben, ne? Finde ich ganz cool, dass sie das dann so am Ende quasi mit einbauen, dass sie da wieder so einen Podcast von bizarr oder banal, das ablaufen lassen, darüber reden. Finde ich cool gemacht. Finde ich sehr nice. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Es war ein cooles Game. Es hat mir auf jeden Fall besser gefallen wie The Devil in Me von The Dark Pictures. Muss ich ehrlich gestehen. War eine coole Geschichte. Es war auch ein kleines bisschen länger.
Hätte man eigentlich 10 Folgen machen können, wenn man jetzt mal nimmt, wir haben hier 1 Stunde 45 Minuten, hätte ich eigentlich noch eine 10. Folge machen können, habe mich aber wie gesagt dafür entschieden, dass ich halt ja, zum Finale halt ja, die doppelte Zeit mache, mal was anderes. Ne? Ansonsten kann ich das Spiel sehr empfehlen. Wer denn auf solche Games steht, ja, wie die Games of the Dark Pictures oder da Until Dawn ist ja von den gleichen Machern wie hier jetzt The Quarry. Ich mag solche Spiele, finde ich eigentlich ganz cool, dass man halt, ja, wie gesagt, mit den Entscheidungen, ne, je nachdem welche Entscheidung man trifft, hat das Auswirkungen auf später und war jetzt selbst positiv überrascht, dass ja, wir den kompletten Spieldurchgang keinen von unserem Team verloren haben, also alle, ja, Camp-Aufseher, Betreuer, besser gesagt, haben am Ende überlebt, dafür hat es sogar eine Trophäe gegeben, habe ich mich sehr drüber gefreut, war ja mein Ziel, ja, das Spiel so abzuschließen, dass alle am Leben bleiben, dass mir das wirklich direkt im ersten Spieldurchgang gelingt oder gelungen ist. Finde ich super mega nice, muss ich ehrlich sagen. Wollte ich ja bei The Devil in Me eigentlich auch, aber ja, das hat leider nicht so geklappt. Da sind leider 2 gestorben, hier jetzt nicht, finde ich super cool. Und ja, ansonsten, wie gesagt, das Spiel ist halt teurer wie die Spiele von The Dark Pictures. Das hier hätte jetzt in der Regel, ich glaube, 80 Euro gekostet, da es die Deluxe Edition ist. War aber bis vor kurzem mal im Angebot, da hat das Ganze nur 40 Euro gekostet, also war 50% im Angebot und ich glaube sogar die normale Version war auch vor einiger Zeit mal im Angebot. Dann könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen, meiner Meinung nach, also für 80 Euro finde ich auch schon ein bisschen hart. Gut, man hat immer die Möglichkeit, das Ganze öfter durchzuspielen, das ist ganz klar. So, da gab es sogar noch eine Trophy für den Epilog, das war wohl dieser Podcast jetzt. Aber ja, finde ich schon hart für 80 Euro, also wartet da lieber mal bis es im Sale ist, macht es euch auf die Wunschliste, falls ihr es mal selbst ja, spielen wollt. Wie gesagt, jetzt könnte man hier über die Kapitelauswahl nochmal starten, ein Kapitel auswählen, wenn man etwas verändern möchte. Oder man macht ein neues Spiel, hier Filmmodus, ja, eine Auswahl vordefinierter Ausgänge ansehen, Wolfsrudel, ja. Alle überleben, alle sterben. Ja, wäre jetzt halt hier so Filmmodus. Bist du bereit, den Film zu starten? Ja, könnte man jetzt mal machen. Aber ich denke mal, dafür ja, ist die Folge jetzt echt schon verdammt lang. Werde ich mir auf jeden Fall mal noch anschauen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das Let's Play ganz cool. Ja, wenn ihr Feedback habt, ja, lasst es mich wissen, egal ob es negativ oder positiv ist, liebe Leute, dann weiß ich, was ich zu verbessern habe und was nicht. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr bei einem nächsten Let's Play oder Platin Guide, was auch immer ihr auf meinem Kanal schaut, mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, ja, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch schon mal. Ja, haut rein, Leute, und Servus.